Ja, hallo zusammen. Ich bin's mal wieder mit einem Let's Test. Das wird auf keinen Fall ein Let's Play, weil es einfach, das Spiel ist Beta, beziehungsweise sogar Alpha. Vulcan auch wurde umbenannt, ist ein Diablo-Klon, wobei die Grafik sehr gut sein soll. Ich selbst habe noch nicht reingeschaut, ich habe bisher nur die Grafikeinstellung gemacht. Ich weiß auch nicht, wie stabil das Ganze laufen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt, beziehungsweise bin selbst jetzt gespannt, was da auf mich zukommt und klicke jetzt mal hier, weil online geht nicht, wie ihr seht. Ist wohl noch nicht so weit, klicke einfach mal auf Offline. So, wie wir es kennen, Charakter erstellen. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Aha, wir bleiben bei männlich, nennen den ganzen mal alt. Achso, geht nicht zusammen, egal. Wir können die Hafer. Nee, wir können gerade aktuell nichts ändern, so wie es aussieht. Nee, das hatte ich auch noch bei Steam gelesen, dass das erst mit der Charaktermodifikation erst noch kommen soll. Also sind wir der hier. Ursus. Okay. Ja, viel mehr können wir ja gar nicht machen, außer spielen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja. Es sieht schon mal sehr gut aus. Finde einen sicheren Ort. Das tun wir doch mal. Ich muss von diesem Ort... Na gut, das habe ich mir fast gedacht, dass ich hier weg muss. Was haben wir hier? Verschlossener Trankplatz, der noch nicht freigeschaltet ist. Was haben wir hier? Ihr sagt mir aber gar nichts. Das sind die Charakterwerte. Alles klar. Hier das Inventory. Was haben wir hier? Aktive Skills. Brutalität und Blitz. Bewegungsgeschwindigkeit, da finden wir erstmal rein. Gucken wir erstmal, was hier so geht. Können wir die? Ja, die können wir, ohne dass es mir angezeigt wird. Auch schön. Na, dann können wir die auch kaputt machen. Das da. Noch ein bisschen Gold, wer weiß, wofür es gut ist. Optisch macht es schon auf jeden Fall was her, basiert auf der CryEngine. Wir können mal Einleitung drücke, die mittlere Maustaste und die Taste. Ja, alles klar. Haben wir gemacht. Da kommen wir aber nicht runter, weil kaputt. Ja, macht grafisch definitiv was her. Ein Gegner. Aha. Na dann. Er brutzelt fleißig vor sich. Hier kann ich, glaube ich, so ziemlich alles kaputt machen. Na gut. Bringt mir aber wenig, weil nichts drin. Ist auch klar, was haben wir da? Gegner haben wir da. Er brennt. Jeder Waffentyp hat einen eigenen Angriffsstil. Es gibt insgesamt 6 Stile, so. Diese hier scheint die grobe. Aha, der Verbraucher füllt die andere wieder auf, so. La 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 la. Dann gehen wir hier mal rein. Beziehungsweise können wir da oben weiter. Er sieht echt so ein bisschen aus wie Herkules, oder? Ja, das heißt, das sieht man. Danke aber für den dezenten Hinweis. So, was haben wir denn hier? Oh ja. Schick, schick. Blitzschaden sind wassereffektiv. Wie kann ich denn hier Blitzschaden? 1. Hallo? Ja, ist ja gut. Kann ich denn hier? Machen wir mal so. Okay. Packst du den auch rein? Wäre ich dir sehr dankbar. Nee, macht er erstmal so nicht. Warum nicht? Hallo? Warum geht das nicht? Ja. Okay. Für dich immer richtig. Ewige Jagdgründe heißt das. Und mir macht der Blitz offensichtlich im Wasser nichts aus. Ja, nice. Also optisch macht es richtig was her. Feuer und Verbrennungseffekte sind. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber trotzdem. Brutzel, brutzel, brutzel. Grunzt du.
was? Da war doch was, da war doch was. Nee. Endlich Licht, sagt er. Es sieht wirklich gut aus. Also da bin ich mal auf das endgültige Spiel gespannt. Die Alpha-Version kann man bei Steam kaufen für 19,99. Wer sie jetzt nicht im Steam-Sale gekauft hat, da war sie 25% günstiger, hat 14,99 gekostet. Ja. Es ist halt ein Alpha, darüber muss klar sein. Was ist das? Das sieht aus wie... Hallo? Komme ich da hin? Kann ich den haben? Du hast ein Buch aufgenommen. Öffne dein Inventar, um es zu lesen. Na, dann machen wir mal einen auf intelligent. Lesen. Okay. Warum? Das ist mir noch nicht so ganz klar hier. Wenn ich das da rein... Da kann ich Blitz... Irgendwie ist mir das hier gerade noch ein wenig zu hoch. Blitz ist drin. Wie kriege ich dich jetzt rein? Ah. Was habe ich den da drin? Muss man eben schnell was umbelegen. Steuerung. Ach, das kann ich gar nicht umbelegen, das ist ja mal toll. Steuerung anzeigen, Spells ist klar. Ah, hier kann ich Active Skill Sheet, okay. Da kann ich Tränke schlucken, na dann. Die Steuerung ist leider Gottes nicht anders zu belegen. Ich mag das ja sonst ein bisschen anders, aber gut. Damit müssen wir leben. Durchdringende Waffen sind sehr... Ja, okay. Ich habe auch noch keine durchdringende Waffe. Da will er ja... Du da? Ja, ich. Okay. Hey du, wir beobachten dich gerade als eine... Okay. Sie verschwand, als ich sie mit der Klinge traf. Hilf mir auf, wir müssen zu den anderen. Warte, ich habe das Gefühl, ein mächtiger und dunkler Zauber wird über uns gewirkt. Mach dich bereit, das ist eine Falle. Meine Templerbrüder kommen noch, halte durch. Aha, okay, wenn du das sagst. Okay. Alter! Ist jetzt mal gut hier? Alter, der ist aber böse. Verpisst euch! Jetzt muss ich mich noch mit dem Dicken hier auseinandersetzen. Jetzt Falltod, oh Mann. Aha, das ist eine Kunst. Na also. Ja, das weiß ich ja noch nicht.
Diese Ungehörigkeiten sind die Früchte der Arbeit des Thronräubers und ich denke, sie wollen die gleichen Experimente. Aha. Ist das der Grund, aus dem ich diese seltsamen Kräfte habe? Wisst ihr, was mit mir passiert? Bruder Noctis, reich Bruder Leon deine Hand. Wir gehen zurück nach Amarth. Dort werde ich dir alles erklären. Wirst du. Na dann. Folge mir, mein Freund. Das tue ich doch. So, jetzt machen wir erstmal hier den Aufstieg. Ich finde Zauberer ja immer ganz cool. Reduziert die Zeit, bis ich ein Feiermaster bin. Und das muss ich erst hier einkommen. Ups. Naja, das ist egal. Ich hätte das nicht gesehen. Wir wollen mal den ganzen Blut werden. Nein, wir zu helfen. Hey, jetzt gut stehen wir. So. Halt er die Stufe 3, na, siehst du mal. Welcome to Progress. Ihr seht, es ist eine Alpha, das ist nun mal so. Die Kiste kann ich also noch nicht benutzen. Das ist meine. Was denn? Da steht ja schon mit ihm. Ah, endlich! Wir waren auf der Suche nach dir. Wir haben von deinen außergewöhnlichen Fähigkeiten gehört. Na super. Sie müssen sehr hilfreich sein, wenn man bedenkt, dass du aus dem Gefängnis der Republik entkommen musst. Ja. Willkommen in Amarth. Hab keine Angst, wir alle hier besitzen magische Kräfte. Na super. Früher war es eine Fähigkeit, welche unter den Leuten verbreitet war. Vor langer Zeit waren diese übliche Eigenschaften unseres Volkes. Aha. Wir sind die Templer von Amon und wir sind die Leibwache des wahren Königs. Mhm. Unsere Exzellenz wurde vor langer Zeit geköpft, da wir versagt hatten. Oh, drastisch. Seitdem ist Amon erzürnt. So, wir verstecken uns hier in Amarth, einem Land des Friedens, verloren in einer ziemlich brutalen Welt. Wir errichteten das Lager in den Ruinen einer alten Festung, welche durch die Berge rundum abgeschirmt ist. Warte eine Minute, irgendwas geht hier vor. Tut es das? Vater Gemetz, da ist ein brennender Streitwagen nicht weit von hier. Seltsam, kann es ein weiteres Überfall dieser Räuber sein? Seht nach. Geht und nimm mal unseren neuen Freund mit. Wie es scheint, ist er sehr einfallsreich. Aha. Ja. Mit freiem Oberkörper total aussehend wie ein Magier durch die Gegend, der ich ja sein möchte. Aha. Das heißt, ich mache den Job und du bist nur da. Ich freue mich. Ups. Sind wir da jetzt mal da? Mein Gott, wie weit ist denn der Weg hier? Dumm, hier passiert ja mal gar nichts irgendwie gerade. Aha, wer grunzt? So, ab und zu darf man nochmal zuschlagen, auch als Magier. Ja, schön. Da sind wir. Grüße Amons Templer, ich komme, um den Streitkräften von Vater Gemetz beizutreten. Bist du das? Wer bist denn du? Ich bin Gerhard Luthor, ehemaliger Offizier der Republik. Ich wurde vom Bruder Sigmor in der Hauptstadt angeworben. Er wusste über meine besonderen Kräfte Bescheid und fragte mich, ob ich in euren Lager kommen wollte. Gerüchte besagen, dass Menschen wie wir es sind, gefoltert werden und die Führer der Republik an ihnen herum experimentieren. Hm. Im Ernst?
Hör zu, ich habe wichtige Informationen über den Fluch, welcher sich derzeit unter uns verbreitet. Helft mir, meinen Rucksack zu holen, welchen ich in meinen Streitwagen liegen lassen habe, und dann reden wir. Klar, gehen wir. Wegpunkt freigeschaltet, das ist schon mal immer gut. Okay. Jetzt haben wir den Rucksack. Ach, Jemini. Halt tot um. Noch nicht vorbei. Tag, die Herren. Hey, hör mal auf. So, Gold nehmen wir natürlich. Gucken wir mal. Okay. Fleißig an die Backen. Sieht cool aus. Ein Buch, das lesen wir gleich mal. So, du stirbst ja vorher. Du bist mir eine echte Hilfe. Der Fenster dabei. Fällt ja mal um hier. Holla, die Waldfeder. Stellen wir uns da mitten rein. Immer schön. Komm schon. Nee. Hoppala. So, kann dich hier mal ein bisschen einsammeln. Ein Schwert ist immer noch besser als dieses Des. Lebensenergie, würde ich sagen. Gold. Also, nehmen wir mal ein Schwert. Finde ich irgendwie. So, dann schauen wir mal. Ne, da habe ich ja noch einen. 1, 2, 3, 4. Den habe ich. Nicht. Oder? Frostmauer, was ist das? Gucken wir mal. Okay. Thank you.
nordisches Schwert. Jo, nehmen wir. Für die Beine. Schwupp. Rechte Schulter. Na gut, das ist zwar für mich links, aber vielleicht habe ich auch so eine Rechts-Links-Schwäche. Man weiß das nicht so genau. Ja. Was auch immer das war. Hey, ich glaube, wir ist da. Komm her hier. Hallo. Gute Zivilverlängerung, ne? Ja? Okay, keine weiteren Punkte. Da noch rumliegen? Nichts. Dann gehen wir mal zurück. Da steht er ja wieder. Lass uns gehen und Vater gerne treffen. Ich bin zu faul, da jetzt hinzurennen. So. Sieht aus, als wäre er ein weiterer mysteriöser Fremder. So, so. Vater Gemes, Luder schickte mich zu meinem eigenen Schutze hierher und er sagte, vielleicht könnte ich euch helfen. Wieso vertraue ich dem nicht? Er wollte, dass ich ihm noch sage, dass der Fluch des Limbo jetzt alle in den Städten beeinflusst, alle außer den Führern der Republik. Dies ist etwas, wovor ich immer Angst hatte. Worüber sprichst du? Genau das war meine Frage. Weißt du, warum jeder seine Erinnerung verloren hat? Könnte sein. Weder sind wir noch der unrechtmäßige Machthaber davon betroffen. Sigmar hat mich gebeten, ihnen auch diese Bücher zu geben. Sie enthalten uralte und mächtige Geheimnisse. Danke, ich werde einen Blick darauf werfen. Lasst mich allein für den Moment. Boss, Bruder Gabriel will mit dir reden. Ach ja, das ist für dich. Erfahrung und Gold. Die kann er mir geben. Rede mit, genau. Gut zu sehen, dass du bereit bist zu helfen. Blieb mir eine Wahl. Wir verstecken uns in Amad, einem Land des Friedens, verloren in einer ziemlich brutalen Welt. Wir errichteten das Lager in den Ruinen einer alten Festung, welche durch die Berge rundherum abgeschirmt ist. Aber auch hier bist du nicht sicher. Du musst deine Umgebung kennen, wenn du überleben willst. Das wilde Land in der Nähe ist ziemlich gefährlich, aber man kann viele nützliche Pflanzen und Materialien dort finden, vorausgesetzt du weißt, wo du suchen musst. Erkunde den Wald und bring mir ein paar Heilfahne, die in der Nähe des Flusses wachsen. Ich werde dir einen hilfreichen Trank herstellen. Ach ja. Na dann. Aber gut, bevor ich das heute mache, ist dann aber hier an dieser Stelle auch Schluss. Ich hoffe, dass es euch einen kleinen Eindruck gegeben hat. Vielleicht mache ich noch eine Folge. Wenn ihr es wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Ja, mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen warmen Tag. Es ist heute bullenheiß und ich werde jetzt in die Sonne gehen. Bis denn dann. Tschüss.